Wundervoll. Niklas hat Bock zu klatschen und wir sind heute wieder im Bonschbach-Studio, Take 2. Also heute kriegen wir den zweiten Rundgang verpasst und werden wieder dumme Fragen an Bauarbeiter stellen. Viel Spaß. Hallo Niklas. Hallo Cedric. Hast du Spaß? Ich habe richtig Spaß und richtig gute Laune und ich habe Kaffee und der ist schwarz und der ist heiß und der ist geil. Hast du Bock, uns rumzuführen in deiner neu errichteten... Ja, Cedric, erinnerst du dich noch? Weißt du, über wo wir hier sind? Guck dir das mal an. Das sieht verdächtig nach Eingangshalle aus, die allerdings ziemlich gepimpt wurde seit dem letzten Mal mit wunderschön nach Klinik aussehenden Rigips. So, gehen wir mal rein. Oh, wir haben hier auch Partymusik gerade am Laufen. Hier links Familie Masny, Familie Behrens am Start. Die machen gerade Kaffeepause. Ja, ist viel passiert. Hier sind nämlich schon mal Nägel. Schrauben, die kommen hier aus der Wand. Ja. Da wollen wir nämlich Matteo aufhängen. Ist das nicht ein bisschen eine komische Form so? Mit so? Willst du ihn da so, wie willst du ihn da aufhängen? Hättest du nicht ein Kreuz machen können oder so? Nee, wir sind ja nicht religiös. Nee, aber hier seht ihr ganz viel Baumaterial. Das sind OSB-Platten, nämlich. Ja, die habe ich mit Gino hochgetragen, fast alleine. Und da hinten, genau, das sind Gipsplatten. In der Küche ist, oh, wir können noch mal vor, bevor wir hier das große Ganze zeigen, hier die Küche von der anderen Seite. Hier seht ihr nämlich die fertige Wand, ja? Genau. Glaubst du? Hier, Achtung, Freunde, das ist unser Wasseranschluss. Und ich glaube, das ist schon Strom auch. Ich weiß nicht. Abwasser ist das. Hier bleibt frei, also keine Küchenzeile, sondern hier kommt so ein Tisch hin. Und hier wahrscheinlich eine Bank. Dann können wir hier so sitzen. Setz dich mal. Okay, ich sitze. Hier. Und dann können wir hier essen. Also wir sind jetzt die Jury von Noobs in Action und wir sagen dann Noobs in Kitchen und sagen, oh, ist voll anstrengend, oder? Kannst du das noch halten? Genau, die sitzt dann hier und da, wo die Kamera jetzt ist, da filmt die dann auf die Jury-Video. Ja. Macht. Und ja. Wird es dieses Mal dafür auch Musik geben, um die Kaugeräusche zu übertönen oder wieder nicht? Nö, und man darf nicht wieder zuhören. Kaugeräusche hören wir uns auch wieder zu. Okay. Und dann kommt hier unsere Küchenzeile hin. Komplett. Ja, wir haben schon eine Küche im Auge. Es wird ja die Captain Kitchen. Bei TWT Captain hat nämlich, muss man auch mal sagen, 2000 Euro ausgegeben, damit er dieser Küche einen Namen geben kann. Das ist total heftig, auf jeden Fall. Das ist richtig heftig. Also, ne, die Captain Kitchen wird das denn. Und dann wird hier noch so ein Tresen lang gebaut. Das heißt, wir können hier in die Kamera reinarbeiten. Ne? Und hier haben wir schon mal den Kasten gebaut. Hier kommt noch das Fenster rein. Das machen wir gleich sogar heute noch als nächstes. Ja, und haben filmt das hier gerade schon. Hier hat sich einiges getan, Freunde. Wir sind nicht nur fertig mit dem Holzgerüst außenrum. Habt ihr bestimmt mal schon ein paar Fotos auf Twitter gesehen. Wir haben nicht nur die OSB-Platten dran, sondern wir haben jetzt auch gerade heute noch, ja, gerade frisch haben wir die Rigips, nicht Rigips, das heißt Rigips. Ich dachte früher auch immer, dass OSB-Platten USB-Platten heißen, also ist ja, okay. Aber ich weiß es jetzt, OSB-Platten, Rigips ist dran. Ja, und jetzt kommt noch die richtige Scheißarbeit, weil der ganze Kack hier, ja, das ganze Gipskack, muss alles verspachtelt und geschliffen werden. Ja, das macht richtig Spaß. Und da kannst du mir auch mithelfen. Das willst du gar nicht. Oh, wie groß das hier ist, wenn wir hier so stehen, das ist halt ein Set. Ne? Wir überlegen gerade noch, wo was hinkommt, aber eventuell wird das hier die Stehmoderation auf der Seite. Es steht aber noch nicht fest, nagel mich jetzt nicht fest. Ja, das war nur mein Entwurf, dass man hier macht man so eine Stehmoderation für, keine Ahnung, die Stimme der Chats kann hier sitzen am Laptop und alles vorlesen. Dino kann hier seine Sportshow machen, wenn er eine haben will. Auf der Seite, das steht alles noch nicht fest, aber wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das ist nur aus mein Vorschlag, wird hier unser jetziger Tisch stehen. Dann hier noch irgendwie den zweiten Tisch, der ist irgendwie drei Plätze lang, damit man dann 2-on-2 spielen kann, damit man irgendwie, wenn zu man Counter-Strike, nee. Ach so, die beiden Tische. Genau, zwei und drei und dann kann man zu fünft hier spielen, dann kann man auch Counter-Strike zusammen spielen oder, keine Ahnung, Dota oder League of Legends oder was man auch immer spielen will, außer Overwatch. Overwatch kann man dann zu sechs spielen aus irgendeinem Grund. Das hat sich Blizzard nicht gelegt. Genau, und hier ist dann plötzlich noch ein Set. Und das wird dann eventuell so eine Chill-Area.
Also mit Sofas, mit einem Sessel, mit Konsolen, weil wir wollen auch irgendwann was mit Konsolen machen. Also ich persönlich nicht, weil ich finde das scheiße. Aber nagel mich nicht darauf fest, ja, weil das ist alles noch streng geheim. A, ja, deswegen verraten wir es auch niemandem. Und B, entscheide ich das alles nicht alleine, sondern ich habe nur den Vorschlag jetzt gemacht. Ne? Ja, das ist es. So. Würdest du denn sagen, dass das Ganze hier so vorangeht, wie du es dir vorgestellt hast? Oder langsamer oder schneller? Oder? Also vorweg habe ich mir vorgestellt, dass wir das hier alles in einer Woche hinzaubern. Aber oh, das ist optimistisch. Ich war ja doch noch nie auf so einer Baustelle. Ja. Also ich war mal nach dem Abi vom Zivi, habe ich einen Sommer lang auf dem Bau gearbeitet. Aber da habe ich nur Löcher gegraben. Ja, okay. Das ist ein bisschen was anderes als das hier. Jetzt habe ich richtig viele Sachen gelernt. Ja? Ich habe nicht nur gelernt, wie man richtig sägt. Mit einer Kreissäge, mit einer Stichsäge, mit einer anderen Säge, einer großen, die man festhalten muss und die Laser hat, wenn man runtergeht. Wie man bohrt, mit so einem Bohrer, der fest ist, so, und mit einem Bohrer, der nicht fest ist. Kernbohrung in die Decke. Ich kann mit einem Akkuschrauber, kann ich hier alles reinschrauben. Ich kann alles eigentlich. Ich bin eigentlich jetzt der perfekte Handwerker. Ich bin Bonjwa im Handwerk. Bonjwa im Handwerk. Ja, dann wäre es das auch schon wieder mit uns. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann in 3 Wochen wieder, wenn das alles ein bisschen fertiger aussieht hier. Oder in 2 Tagen, je nachdem. Ja, ich glaube, jetzt geht's schnell. Jetzt geht's schnell. Ne, wir müssen ja erstmal innen fertig machen, weil das ist das Notfallszenario. Jetzt, wir müssen schnell hier rein, weil wir mehr Platz brauchen oder so, und dann muss als erstes das drin fertig sein. Und du keinen Bock mehr darauf hast, dass ständig irgendwelche Leute bei dir in der Wohnung rumgeistern. Ja, oder dass sich die Nachbarn die ganze Zeit beschweren, das wird zu laut sein. So auf dem Sack, ey. Ich nehme schon so viel Rücksicht. Nee, komm, anderes Thema.